Abend, meine Damen. Sorglos im Ferienlager. Und wärmer AK 47. Dazu die Einschätzung unserer Südamerika-Korrespondentin Karin Naundorf. Wieder aus dem Parlament drängen, notfalls mit einem Referendum. Das klingt nach einem Happy End. Ach, wie schön hat er da gefeiert. Zu abgehoben sei er, zu weit weg vom wirklichen Leben sei er, finden viele Franzosen. Und einer fürchterlichen Geschichte im Kopf. Immer muss ich durch Straßen gehen. Und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber. Ich will davon, von mir selber davonlaufen. Aber ich kann mir nicht entkommen. Muss den Weg gehen, den es mich jagt. Muss rennen, endlose Straßen. Ich will weg. Und dann schreit eine Stimme und ich kann es nicht mehr hören. Da werden Kinder in die Ehe verkauft, um an Geld für Medikamente und Essen zu kommen. Hilfe! Ich kann nicht! Die Welt ist quadratisch und besteht aus 64 Feldern. Über 14 Milliarden Dollar, 97 Milliarden Dollar und von 60 Milliarden Dollar. Was daraus wird oder nicht wird, das darf noch nicht unsere Sorge sein. Intensiv musizieren, das Zusammensein genießen, die Alltagssorgen vergessen. Darum geht es hier. Das ist der Stand der Dinge. Moment, hier geht es jetzt weiter mit Meteo und dann mit der Romanverfilmung ein ganzes halbes Jahr. Eine Liebesgeschichte, deren Anfang wie aller Anfang schwer ist und deren Ende noch schwerer. Aber dazwischen das Leben feiert und die Liebe. Wir melden uns nach Entsorgung der Taschentücher um 21.55 Uhr wieder. Einen schönen Abend. Meteo wird Ihnen präsentiert von Rise. Kein Mensch hat Zeit, für die Tausenden von Ortschaften in der Schweiz ein Wetter zu prognostizieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von Rise. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, überraschende Gedankenreisen. So mindestens ist es mir gegangen, als ich kürzlich mit dem Zug ins Tessin gefahren bin. So weit kennen Sie das. Mitten im Tunnel ist dann passiert. Es sind Fragen auftaucht, die mich und meine Reisegespändli bis die Heime und noch weiter darüber hinaus beschäftigt haben. Besteht das Tunnel aus einem Eingang und einem Ausgang? Und wann genau wird dann ein Ausgang beim Heimfahren wieder zum Eingang und der Eingang zum Ausgang? Oder ist es etwa so, dass ein Tunnel gar keinen Eingang hat, dafür zwei Ausgänge? Und nicht daran zu denken, wenn man noch die Idee prüft, was passiert, wenn ein Tunnel zwei Eingänge hat, die in der Mitte zusammenkommen. Kommt man dort je wieder raus? Hilfe! Ich kann nicht! Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.